sehen auf jeden Fall gerade von mir aus. Okay, bin auf dem Weg. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Airsoft Mission. Wir finden es total toll, dass ihr das Format so feiert. Und wir sind heute wieder zu viert da und fangen jetzt einfach mal an. Es geht wieder los. Das Spielfeld besteht aus vier Gebäuden. Im Langhaus 9 befindet sich Ziel 1 in der oberen Etage. Die Ziele 2 und 3 sind im Langhaus 10 untergebracht. Ziel 2 ist im Erdgeschoss und Ziel 3 ist in der oberen Etage. Im Langhaus 11 befindet sich Ziel 4 im Untergeschoss. Die Ziele 5 und 6 befinden sich im separaten Küchengebäude, welches aus einem Keller und einem Erdgeschoss besteht. Beide Ziele befinden sich im Erdgeschoss. Das Security Team besteht aus drei Spielern, welche mit Funkgeräten ausgestattet sind. Bei einem Treffer sind sie bewegungsunfähig und müssen wiederbelebt werden. Sie dürfen jedoch ihren Funkkontakt halten. Der Agent muss innerhalb von 60 Minuten eines der sechs Ziele entweder stehlen, fotografieren oder sprengen. Dafür hat er 4 Lebenspunkte. Wurde er getroffen, darf er sich wieder zurückziehen und seine Mission neu starten. Wurde jedoch gefangen genommen, ist seine Mission gescheitert. Ja, servus. Also, heute bin ich mal dran mit Auslosen. Und zwar werde ich jetzt erstmal ziehen. Und zwar habe ich das Ziel 5. Und ich muss es stehlen. So, Security Team ist bereit. Unsere Taktik ist jetzt erstmal zuerst, wenn man sehen, auf ihn zu schießen, dass er dann wieder flüchten muss. Und danach werden wir dann so tun, als ob wir ihn nicht sehen würden, dass wir ihn dann fangen können. Das ist erstmal unsere Taktik vom Security Team. Und dann startet das Spiel jetzt. So, hier, Leute. Wir sind jetzt schon mitten auf dem Feld. Habe jetzt eigentlich auch schon gute Sicht auf mein Ziel. Ich habe jetzt nur noch ein großes Problem. Und zwar, das ist die große Platte, die vor mir ist, die Freifläche. Da weiß ich noch nicht so richtig, wie ich drüber komme. Aber das schaffen wir auch, oder? Würde ich schon sagen. Alles klar. Da werden wir mal weitermachen. Ich bin noch in der Küche. Ich habe ihn gesehen, er rennt Richtung Küche. Verstanden. Okay, bin bei der Küche. So, jetzt haben wir die große Freifläche erstmal überstanden. Ich hoffe, dass nicht niemand gesehen hat. Jetzt müssen wir nochmal ins Küchengebäude da rein, was hier hinter dem Hügel ist. Und dann ich mir mein Ziel krallen und ab wieder nach hinten rennen. Und dann werden wir mal sehen, ob das so funktioniert. Wo ist deine Position? Ach, du bist ich gehe hinten rum. Wo er lang ist gerade? Ich würde mal hier bei den Häusern bleiben. Bleib mal dort in Haus 10 und gucken, ob er eventuell ein Haus nass macht. Geht klar. Muss da irgendwo sein in der Nähe. Wir gucken jetzt mal weiter.
Gut, ist ausgeschaltet. Du kannst wieder zurück zu deinem Punkt gehen und weiter geht's. Ist ausgeschaltet. Er geht jetzt zurück zu seinem Spawn. So, alter Vater, ist mir warm. Nummer 1, auf schnell, hat sozusagen jetzt nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ist aber, denke ich, nicht schlimm. Wir haben jetzt noch massenhaft Zeit. Wir haben noch über eine Dreiviertelstunde Zeit, um das Ziel zu erfüllen. Ja, jetzt die gute Frage. Wie komme ich am besten noch dran? Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, was eure Tipps und so wären, dass man vielleicht mal 2 Ideen noch kriegt. Vielleicht auch für die nachfolgenden Spieler, die es irgendwo schaffen müssen, sich das Ziel zu organisieren, beziehungsweise auch was anderes damit zu tun. Dann könnt ihr ja mal unten in die Kommentare mit reinschreiben, wie eure Ideen wären. Tino, begebt dich mal schnell in Haus 11, weil dort könnte ich mir das nächste Ziel, also zumindest das, wo man am einfachsten rankommt für die. Wo ist es denn im Bad, ne? Ja, genau, korrekt. Kannst du da oben mal hochgehen, von oben kannst du gut nach draußen gucken. Klar, du läufst nach Haus 10, geht's rüber. Ich mach weiter Küche. Finch geht in Haus 9. So, ich bin jetzt auf der anderen Seite vom Gelände. Mal schauen, ob ich so besser durchkomme. Und zwar jetzt direkt hinterm dritten Langhaus, also eigentlich auf der komplett anderen Seite wie dort, wo ich hin muss. Aber ich versuche es einfach mal jetzt so rumzukommen und gleich ein Stück langsamer. Aber bis jetzt gesehen habe ich leider auch noch niemanden, aber ich denke, die wissen auch, wo ich hin muss mittlerweile, da sie mich ja kurz vor meinem Ziel erwischt haben. Und da werde ich mal schauen. Ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dass ich jetzt die abgelenkt habe, stehen sie zwar vor meinem Ziel, aber wir werden sehen. Gesehen. Er ist zwischen Haus 12 und Haus 10, dort im Wald, wo ich letztens war. Gib mal jemand in Haus 10 rein, ich gehe in Haus 12. Und dann gucken wir mal, was er macht. Ich bin gerade noch in der 9. Ich sehe ihn auf jeden Fall gerade von mir aus. Falls irgendwie was anderes passiert. Der rennt gerade Richtung Haus 9. So, ich habe ihn ja gerade gesehen. Da sind 5 Meter und so an mir vorbeigelaufen. Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen. Und nur mit dem Sprint jetzt hoffe ich, dass mich keiner gesehen hat. Aber anders komme ich nie vor. Und das ist mein Problem. Ich weiß, dass du dort bist. Ich weiß nicht genau, wo du bist. So Leute, wir haben jetzt noch ca. 20 Minuten. Und bei mir schwindet langsam die Hoffnung, dass ich bis an mein Ziel komme, beziehungsweise noch weiterkomme, wieder zurück zu meinem Spawn. Habt ihr ihn schon mal wieder gesehen in der Zeit oder ist er jetzt verschwunden? Okay, so verstanden. Also ich habe ihn jetzt auch die ganze Zeit nicht gesehen. Mal sehen, wie es in Haus 11 aussieht.
glaube ich gerade Warehouse 9. Ist von euch gerade Warehouse 9? Nein. Ich bin gerade oben und ich bin der Meinung, ich höre unten was. Soll ich mal runter, soll ich mal rüberkommen? Kannst du machen. Okay, so verstanden. Ich gehe jetzt an Haus 9 unten vorbei und gehe hinten rein. Ist halt, ich muss genau auf die andere Seite des Spielfelds. Ja, jetzt liege ich hier blöd rum und kann dazu jetzt gerade nicht viel sagen. Ich hoffe, dass die sich irgendwie jetzt mal zeigen und vielleicht mal zusammen irgendwo rumstehen oder so, dass ich mal alle auf dem Haufen sehe. Aber ich glaube, den Gefallen werden sie mir nicht tun. Ja, mal schauen. Wir gucken mal weiter, ob ich das noch schaffe. Wie gesagt, ich habe noch knapp 15 Minuten jetzt. Vergesst mal nie, den Kanal zu abonnieren, wenn euch das Format gefällt und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt. Danke. So, wieder ein kleines Update. Hier draußen haben wir ihn vor ein paar Minuten angeblich gesehen. Er hat jetzt noch 7 Minuten Zeit, die Mission zu schaffen. Ich glaube es nicht. Weitergekommen. Ich muss jetzt gerade ein ganz schönes Stück rennen, wie ihr gesehen habt. Jetzt bin ich am Elektrohäusel. Ganz hinten sitzt es auch außer der Reichweite von denen, weil die dürfen ja bloß 5 Meter vom Haus sich entfernen. Jetzt kann ich erstmal das beobachten. 5 Minuten noch. Und dann wäre ich hinterm Ura-Höschen lang, weil da hoffe ich, dass die mich dort nicht sehen. Das Problem ist bloß, am Uckerhäuschen muss ich dann wieder über eine große Freifläche und da kann ich wieder nur rennen. Alles klar. Was war das? Hier rennt was, Haus 9. Was? Bewegung in Haus 9? Vor Haus 9, Richtung Ogergebäude. Okay, bin auf dem Weg. Gut, bin jetzt bei Haus 9. Ich würde fast meinen, der ist Richtung Küche, bin mir aber nicht sicher. Ich bin auf dem Weg. Bin ich genau auf der Seite, wo ich hin muss. Und jetzt gucken wir noch kurz auf die Uhr. Denn wir haben noch genau eine Minute. Das heißt, es wird wahrscheinlich nie möglich sein, für mich heute das Spiel für mich zu gewinnen. Schade, weil wir aber was trotzdem mal probieren noch. Ich bin in der Küche. Spiel ist zu Ende. Spielende! Das hoffentlich gehört. Spielende. Leider. Ich bin recht gut nah rangekommen, wie ich denke. Aber leider doch nicht ganz geschafft mehr. Verdammte Scheiße. Egal. Beim nächsten Mal wird's. So, Jungs. Jetzt habt ihr mich kläglich versagen gehört.
Ja, ich denke, also für mich war es trotzdem richtig geil. Ich hoffe, das war für die Kollegen hier, die das alles bewachen mussten, auch geil. Mega, am Ende, wir wussten nicht mehr, wo er ist. Also, wie ich schon gehört habe, zweimal haben sie mich wahrscheinlich gesehen. Werden wir dann auf der Kamera sehen, ob es wirklich so ist, ob sie mich sehen konnten. Beziehungsweise beim ersten Mal haben sie mich ja auch noch gehittet. Ja, scheiße gelaufen. Ich habe es leider zeitlich dann nicht mehr ganz geschafft, den zweiten Versuch hier bis vorzuziehen. Wir werden sehen. Beim nächsten Mal wird es, denke ich, besser. Und wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Wäre natürlich auch cool für uns, dass wir wissen, was wir vielleicht falsch machen. Vielleicht haben wir auch einfach, habt ihr einfach eine geilere Idee, was man noch machen könnte. Dann, Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und viel Spaß.